Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Heute habe ich euch die Mega Swampert EX Box mitgebracht. Mega Swampert EX Collection Box. Mit einer richtig coolen Playmat und allem drum und dran. So. Wir finden darin eine mega coole Jumbo-Card. Wie es der Zufall will, ist dies auch ein Mega-Pokémon. Und zwar Swampert. Mega Swampert EX. Die Puts aus der Lobok Mega Collection Box waren ganz gut, hätten dennoch besser sein können. Oh, die EX-Karten kriege ich hier gar nicht raus. Hier ist ein Code für die beiden Promokarten in diesem Set. Also für Mega Swampert und das normale Sumpex. So, als Coin haben wir hier eine relativ große Mega Swampert Coin. So, dann packe ich mal hier die. Erstmal zeige ich euch die Swampert EX Promo. Strong Arm Impact. Du darfst 30 mehr Schadenspunkte zufügen, also 160. Und wenn du das tust, musst du die ersten drei Karten deines Decks abwerfen. Eine ziemlich coole Karte. Alle Booster mal eben einsammeln. Den Müll ein bisschen an die Seite. So, wir haben zweimal Primal Clash, also Protoshock, zweimal Roaring Skies, also Drachenleuchten, zweimal Ancient Origins, ewiger Anfang, und zweimal Breakthrough, also Turbostart. Nun zeige ich euch die mega coole, geniale Playmat. Ich breite sie mal aus. Das war in jedem Fall die Coin. Die muss ich einmal aufheben. So. Nun, da ist sie. Die Mega Swampert EX Premium Collection Playmat. Hier sind die Preise für die Plätze. Ach, für die Plätze. Hier sind die Plätze für die Preise. Und da ist Mega Swampert. The Pokémon Company International. Also ein offizielles Nintendo-Produkt. Offizielle Playmat. Ziemlich cool. So. Und nun zoomen wir mal ein bisschen an unsere Promos ran. Da haben wir es. Und zwar Swampert EX. Das ist dieselbe wie aus der Tin. Und Mega Swampert EX. Den Angriff habe ich gerade schon erwähnt. Ziemlich cool. So, diese beiden haben wir da. Dann öffnen, fangen wir jetzt mit dem Opening an. Und zwar mit Protoshock als erstes und arbeiten uns dann hoch zu Breakthrough. So, es startet hier mit Treecko.
Bunnelby, Weedle, Zigzagoon, Shroomish, Whiscash, Diveball, Tentacool, Tangela ist unser Reverse und die Rare ist Teammates. Full Art. Super. Oh, das Pack haben wir deutlich zerstört. Nun wird's spannend. Nosepass. Ah, das tun wir mal hier hin. Spinder, Horsey, Skitty, Tangela, Mr. Mime, Electric, Diveball, Gorbis ist unser Reverse. Das ist eine Uncommon. Ja. Eine Uncommon. Und unsere Rare ist Azumarill. Auf zu Roaring Skies. Da haben wir Gligar, Shuppet, Togepi, Ninkada, Dunsparce, Executor, Unpheasant, Manectric, Togepi ist unsere Reverse und die Rare ist ein Carbink. Das zweite Roaring Skies Pack. So, und dieses enthält ein Fletchling, Bagoon, Electrike, Talo, Executor, Winona, Unpheasant, Reverse ist Wally und die Rare ist ein Rayquaza. Sehr cool. Jetzt Ancient Origins. Also bisher ist diese Box ziemlich gut dran. Beltoy, Wooper, Ralts, Magikarp, Golett, Sligoo, Faded Town, Rotom, oh! Wie spricht man das eigentlich aus? Gyarados? Keine Ahnung. Das ist unser Reverse. Auf jeden Fall ziemlich cool. Sieht sie aus. Und Vileplume. Zweites Ancient Origins Pack. Startet mit Wooper. Spinarak. Quagsire, Magikarp, Unknown, Rotom, Ace Trainer, Gloom, Paint Roller und die Rare ist ein Gyarados Holo. Passt sogar. Sehr cool. Zwei Packs noch. Wir starten mal mit dem Zorak. Artwork vorne drauf. Dodo mit der Attacke Dodo Delivery. Fennekin, Zorua, Flabibi, Vanillite, Piloswine, Floette, Burning Energy, Axew und unsere Rare ist ein Marowak. So, letztes Pack mit Mega Hundemon vorne drauf. Ob
dieses Pack wohl etwas Gutes enthält. Wer weiß. Goldeen, Teddy Urza, Scatterbuck, Rawls, Pensage, Seeking, Behiham, Quilladin. Oh, Bridget, Reverse. Das ist schon mal ganz cool. Finde ich. Ja, ist ganz gut spielbar. Und die Rare ist ein Havelucha. Oder Havelucha. Naja. Ansonsten würde ich sagen, top. Top Puls in dieser Box. Dieses Gyarados Holo ist wohl das schlechteste von denen hier. Aber ansonsten haben wir ein Rayquaza gezogen. Rayquaza EX. Mit Dragonstrike. Einmal Teammates Full Art. Und Swampert EX. Und Mega Swampert EX. Sehr cool, diese Box. Ja, besorgt euch die. Die gibt es so für 50 Euro aufwärts. Wenn ihr das Geld habt, das nötige Kleingeld, im Internet zu finden, auf eBay oder sonstigen Seiten, einfach mal googeln, die Mega Swampert oder Mega Blaziken EX Tints, ach Tints, Collection Boxen, Premium Collection, um genau zu sein. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Video und ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn ich für euch alles Mögliche öffne und unboxe. Bis zum nächsten Mal, euer Pokémaniac. Bis dann.